Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute möchten wir über das Thema Krebserkrankung sprechen, und zwar auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr häufig wird das einfach viel zu stark vernachlässigt. Heute möchten wir hier einen Gegenpol machen und das Thema Krebs anschauen. Und dazu habe ich einen Ernährungswissenschaftler einladen dürfen, mein persönlicher Mentor, der mir vieles über Ernährung beigebracht hat, der Dr. Heinz Reinwald. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, natürlich, Dankeschön. Natürlich. Du gehörst zu uns. Ja, danke. Ganz fix. Ja, wir haben ja schon einiges geredet über Ernährungsformen, auch bei Autoimmunerkrankungen, bei Autismus, Epilepsie, wir haben über Diabetes gesprochen und das Thema Krebs, das hat jetzt bis heute noch ein bisschen gefehlt und da möchte ich nochmals richtig reingehen, weil wir wissen ja, dass eine Krebszelle in einer Vergärung drinsteckt, oder? So, und inwiefern können wir da über die Ernährung eigentlich diesen Zuckerstoffwechsel innerhalb der Zelle verändern oder angehen oder aushungern? Ich weiß nicht, was das Wort ist dazu. Naja, es ist, aushungern ist mit Sicherheit der falsche Ausdruck, aber ihm die Energie entziehen, den wichtigsten Treibstoff entziehen. Das ist Zucker. Richtig, ja, Zucker. Das, die Signatur des Krebses, die Gärung ist, das hat ja Otto Warburg in seiner berühmten Studie schon festgestellt, mit der aeroben Glykolyse, in der sich der Krebsstoffwechsel befindet. Und auch Professor Thomas Seyfried vom Boston College hat ja sein bekanntes Buch Cancer as a Metabolic Disease klargestellt und Warburg nochmal extensiv bestätigt. Hat ja den Nobelpreis gekriegt. Otto Warburg hat dafür den Nobelpreis gekriegt. Bis heute hat man eigentlich kaum mehr was gehört. Ja. Ich meine, er hat eine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Kannst du da noch was sagen? Was hat er ganz konkret gesagt? Naja, er hat gesagt, dass die Atmungskette bei Krebszellen gestört ist und die Zellatmung überwiegend in der Glykolyse ist, wobei sie noch in der aeroben, also unter minimalen Sauerstoffbedingungen. Viele verwechseln das mit der anaeroben Glykolyse. Das ist nicht richtig. Es ist die aerobe Glykolyse. Kannst du mir den Unterschied noch erklären? Naja, die anaerobe ist die ohne Sauerstoff. Ja. In der aeroben Glykolyse ist noch ein Rest Sauerstoff vorhanden. Und wo ist jetzt der Zuckerstoffwechsel? Hat es noch einen Rest? Na, die Glykolyse ist der Zuckerstoffwechsel. Ja. Glykolyse ist Zuckerstoffwechsel, aber der ist überwiegend in der Gärung. Und nur noch wenig gering, Sauerstoff. Wenig aber sie Sauerstoff. Hat noch. Sie hat noch, genau. Sie hat Gut. noch. Okay. Ja, sie hat noch. Und Warburg ist, es ist nicht ganz so, dass Warburg nicht rezipiert würde. Im Gegenteil, in den letzten 20 Jahren gab es so etwas wie eine Renaissance, oder 30 Jahren sogar, wie eine Renaissance der Warburg-Hypothese. Und insofern sind wir eigentlich mitten im Diskussionsgeschehen um diese Dinge. Wir sehen, wir haben an der ersten Folie in den letzten Sendungen ja gesehen, dass die ursprüngliche ketogene Ernährung bei der Epilepsie vor allem eingesetzt, auch bei Diabetes, bei kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo es starke Evidenz, wie es so schön heißt, im wissenschaftlichen Jargon gibt. Und inzwischen kommt auch immer mehr das Thema Krebs in den Vordergrund, zusammen mit anderen endokrinen Erkrankungen, wie Akne, polyzystisches Ovarialsyndrom etc. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir bereits Studien aus den 1940er Jahren im deutschsprachigen Raum haben, die ketogene Ernährung erfolgreich bei Krebs eingesetzt worden sind. Nicht? Also das ist schon länger, aber diese Dinge sind alle, weil sie eben einfache ernährungsphysiologische Interventionen sind, unter den Teppich gekehrt worden sind. Sie sind nicht opportun, was den Verkauf von Chemotherapeutika oder Radiotherapien anbetrifft, obwohl, und das ist jetzt der eigentlich verrückte Part an dieser Geschichte, obwohl eine ketogene Ernährung der chemotherapeutischen und radiologischen Intervention sehr förderlich ist. Die Zellen werden durch die ketogene, die Krebszellen werden durch die ketogene Ernährung sehr viel sensitiver, was die Chemotherapie und die Radiotherapie anbetrifft. In vielen Bereichen haben Forschungen festgestellt, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Ähnlich wie beim intermittierenden Fasten, die ja auch in die Fastenketose hineingeht, ist eine strenge ketogene Ernährung auch eine ketoseinduzierende
Ernährungsform. Und insofern entzieht diese Ketose dem Tumor seinen wichtigsten Treibstoff, nämlich Zucker. Während die anderen gesunden Zellen wunderbar mit Ketonkörpern ihre Energie versorgen können, können das Tumorzellen nicht. Nochmals zur Tumorzelle. Eine Tumorzelle, und die ist dann geschwächt. Ja, wachsen, oder? Die ist ja unkontrolliert. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, dass eine Zelle, eine Tumorzelle, eine andere Zelle letztendlich dann auch infiziert? Naja, wir müssen jetzt mal ein paar Dinge unterscheiden und vielleicht einen Gang zurückkommen, weil wir wollen ja jetzt nicht die Krebsgenese hier ausführen. Wichtig zu wissen ist, dass die ketogene Ernährung vor allem zielführend im Bereich der soliden Tumore ist. Weniger effizient im Bereich der nicht soliden, also der Blutkrebse, Leukämie und Lymphome. Nicht? Mhm. Auch da ist sie hilfreich, aber nicht so hocheffizient wie bei den soliden Tumoren. Und innerhalb der soliden Tumore gibt es ja Unterschiede. Da gibt es die langsam wachsenden, es gibt die mittelwachsenden, die schnell wachsenden, die aggressiven. Also, es gibt aber eine Faustregel oder eine Daumenregel. Je aggressiver das Tumorwachstum ist, desto effizienter ist eine Fastenketose oder eine Ketose über die ketogene Ernährung. Hm. Nicht? Weil sie den Tumor einfach, der Tumor braucht zu seinem schnellen Wachstum, zum aggressiven Wachstum Zucker. Und er kann aus Zucker alles herstellen. Er kann sogar seine Antioxidantien, Glutathion selber herstellen. Er ist eine richtige Burg, eine Abwehrburg. Er schafft es über Zucker, seinen eigenen Fettstoffwechsel zu generieren. Er schafft es über Zucker, seinen eigenen antioxidativen und Verteidigungswall zu schaffen. Es ist ein beeindruckendes Gebilde. Also nachdem wir jetzt zwei Gänge zurückgeschalten haben, gehe ich wieder zwei nach vorne, weil meine Frage ist immer noch im Raum. Denn wenn ich ja weniger Zucker esse in der Ketose, das heißt, die Tumorzelle kriegt weniger Futter, dann kann sie auch weniger schnell wachsen. Ja. Weniger schnell wachsen, kann sie immer noch wachsen oder ist eigentlich die Ausweitung damit gestoppt? Ja, es gibt Fälle, wo wir sie stoppen, es gibt Fälle, wo wir sie zurückbilden können, alleine durch die strenge ketogene Ernährung, und da kommt jetzt eben meine Form der ketogenen Ernährung, die einer Fastenketose entspricht, aber eben mit dem Unterschied zur Fastenketose noch die Proteinversorgung sichert. Ja. Nicht? Und das wird viele Ärzte freuen, denn die haben ja vor der sogenannten Preuß-Methode, das ist ein Radikalfasten bei Krebs, große Angst, dass der Patient in die Kachexie kommt. Also in die Auszehrung. Und das ist in der Tat ein Problem. Dieses Problem habe ich nicht, weil ich nämlich mit den Aminosäuren gleichzeitig eine Art Fastenplus habe. Mhm. Ich habe also die Segnung in der Fastenketose. Ich habe eine Patientin gehabt, die innerhalb von 3 Wochen auf eine Ketose von 6,3 Millimol, also das ist eine sehr hohe Ketose, gekommen ist. Mhm. Wir haben große Erfolge mit ihr erzielt. Und während ich gleichzeitig die Proteinversorgung sicherstelle. Und ich habe ja eine Publikation auch geschrieben, 2014 bereits, in der Naturheilkunde. Das kann man abrufen bei mir, wenn man möchte. Es gibt inzwischen auch eine kleine Studie, Ketocomp, die aufzeigt, dass eine ketogene Ernährung bei bestimmten Krebsarten sogar die degenerative Sarkopenie, also der Muskelschwund, verhindert und schon gleich gar die Kachexie. Mhm. Also das wird viele Mediziner beruhigen, die im Kopf bei Fasten natürlich haben, den Proteinverbrauch durch den Krieg gegen den Tumor. Mhm. Also das ist mir noch bekannt, auch wo wir in der Praxis noch Krebspatienten hatten. Da hat man wirklich sehr viele Proteine gegeben, spezielle Proteine, damit sie nicht weiter abnehmen, wenn sie schon so dünn waren, oder? Genau. Das erinnere ich mich noch sehr. Ist das jetzt die Studie? Nein, das ist jetzt nicht die Studie, das ist jetzt mein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der Krebsernährung. Und die Studie, glaube ich, nein, hier, das ist mal langsam, das sind die Studien, die man unter PubMed abrufen kann. Also es sind zur ketogenen Ernährung? Die ketogene Ernährung nur bei Krebs sind inzwischen 350 Studien. Und man muss jetzt wissen, dass die Studien natürlich beeinflusst sind durch die Gelder, die die Pharmazie bereitstellt. Und da sie da nichts mit verdient, ganz klar, gibt es nur die Studien von Wissenschaftlern, die an der
Wahrheit interessiert sind. Und das sind natürlich erheblich weniger als diejenigen, die über die Pharmazie finanziert werden. Nicht? Das ist auch der Grund, warum es über bestimmte natürliche Wirkstoffe, die man nicht patentieren kann, weniger Studien gibt. Aber wir haben hier ganz deutlich antitumorale Effekte bei diversen Krebsarten. Und jetzt muss ich dazu sagen, dort, wo die antitumoralen Effekte, das sind die roten und die orangen, nicht so gut sind und die blauen, nicht so gut sind. Das sind Tumortypen, bei denen ich sogar sagen würde, dass eine ketogene Ernährung ein Himmelfahrtskommando ist. Aber nicht meine. Und warum? Das ist die entscheidende Frage. Himmelfahrtskommando einer ketogenen Ernährung bei bestimmten Krebsarten, Leberkrebs, Darmkrebs, Nierenkrebs, Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Warum? Ich brauche die Bauchspeicheldrüse zur Verdauung von Proteinen. Wenn die keine Peptidasen mehr liefert, dann habe ich ein Problem. Dann verdaue ich nämlich die Proteine, die ich esse, in der ketogenen Ernährung, im Dünndarm nicht. Niere, Leber, die ist beteiligt am Abbau, an der Ausscheidung von Stickstoffabbaugiften. Also der ganze Harnstoffzyklus, Leber, und die Harnstoffausscheidung über die Niere. Und dann drittens Dickdarmkrebs. In dem Fall oder in diesen Fällen benutzen wir ausschließlich ketogene Ernährung mit Majamino. Das heißt, es gibt überhaupt kein Nahrungsprotein mehr außer Majamino, weil Majamino A, keine Peptidasen braucht, ich entlaste damit die Bauchspeicheldrüse, B, weil Majamino keine Stickstoffabbau oder nahezu keine Stickstoffabbaugifte liefert, ich entlaste dadurch Leber und Nieren, und weil es keine Verdauungsendprodukte aus dem Primärstoffwechsel, ich sage das jetzt extra und explizit Primärstoffwechsel, weil mich meine Richterin richtig dumm angeblöfft hat, wegen 1% Stickstoffabfall, weil die nicht verstanden hat, den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärstoffwechsel. Nicht? Also im Primärstoffwechsel, Verdauung über den Dünndarm, Dickdarm, fallen keine Verdauungsendprodukte an. Über den Sekundärstoffwechsel, sprich Harnstoffkreislauf, Harnstoffzyklus, Leber, Nieren, fallen kleiner 1% an. Ne? Und sie schrie mich damals an, 1% ist doch wohl nicht nix. Ich guckte nur noch doof, weil ich mir dachte, oh Gott, die versteht ja nicht mal den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärstoffwechsel. Und von solchen Leuten werden wir beurteilt. Ja, ist auch schwierig natürlich für solche Richter, wo jetzt... Ja, dann sollen sie ihren Mund halten. Ja, dafür hat man ja einerseits das Pro- und die Kontrafachleute und dann ist es natürlich schon auch schwer. Aber die Pro- die Pro- und Kontrafachleute sind gezielt ausgesucht, um die Naturheilkunde zu diskreditieren. Das hört man leider immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, die Bestrebungen in Deutschland zeigen auch ganz klar eine Richtung. Nicht nur in Deutschland. Auch. Es tut mir leid. Also ist ein Problem. Die Pharmaindustrie hat alles in der Hand. Das möchte ich jetzt mal auch offiziell als Statement. Wir haben ja, ich meine, Krebs ist eine Volkskrankheit, oder? Das ist ja inzwischen, eine unglaubliche Zahl von Leuten erleiden das. Ich würde mir viel mehr wünschen, man würde präventiv schon eigentlich, wenn der Staat wenn meine Gesundheit dem Staat wichtig wäre, was ja jetzt eigentlich immer so heißt, gegenwärtigen Phase, dann müsste man doch eigentlich mir auch wirklich Ernährungsvorschriften machen, damit ich eigentlich gar nie zu diesen 90% Intensivbetten, die ja besetzt sind von chronisch Kranken, gehören würde, sondern dass ich das System entlaste durch das, dass ich ja langfristig gesund bleibe. Und da wäre ja wirklich diese ernährungswissenschaftlichen Aspekte, die mir eigentlich in der Schule gelehrt werden müsste, oder eigentlich die Natur mir ja in der Schwangerschaft und in der während der Stillphase bereits zeigt, müsste mir doch ins Bewusstsein gesagt werden, bleib auf dieser Ernährungsschiene möglichst viel, dann hast du einen gesunden Stoffwechsel. Ja. Kommt nichts. Nein, ich würde es nicht ganz so schwarz sehen. Es gibt, ich habe vor 2 Jahren eine Sendung im Fernsehen gesehen, im Dreisat. Die Sendung ist leider herausgenommen worden über eine anthroposophische Klinik in Norddeutschland, die das erkannt haben, dass zum Beispiel intermittierendes Fasten vor der Chemotherapie die Nebenwirkungen gegen null reduziert. Und diese Klinik ganz klassisch schulmedizinisch plus anthroposophische Medizin integriert, eine integrative Medizin, wie ich sie seit
2013 alleine durch den Titel unserer Kongresse predige, ja, diese integrative Medizin, die also schulmedizinische, naturheilkundliche, anthroposophische Aspekte integriert, versöhnt und nicht gegeneinander ausspielt, die kommt immer mehr. Und nicht zuletzt auch wegen der nicht auftretenden Erfolge in der Schulmedizin. Nicht? Jetzt fangen Sie an, das stärker in den Vordergrund zu stellen. Und diese Klinik hat in der Tat, es war ein sehr schöner Bericht, intermittierendes Fasting und damit Ketose. Hat Ketose induziert, hat dadurch den Tumor geschwächt. Der hatte schlichtweg kein Benzin. Und jetzt kommt dann der Arzt und haut ihm mit der oxidativen Keule der Chemotherapie eine drauf. Da ist der platt. Und eine Zuckerinfusion vielleicht noch. Nein, bitte, das eine war, bitte, das ist jetzt Polemik. Die Glukoseinfusion, das machen die bestimmt nicht, weil die wissen, dass die intermittierendes Fasten eine Ketose verursacht. Ja, die schon. Die wissen das schon. Aber die andere Medizin, das Erste, was die macht, wenn da ein Patient in der Ketose ist, die geben sofort Glukoseinfusion. Weil sie die Ketose mit der Ketoazidose, also mit der pathologischen Entgleisung des natürlichen und physiologischen Stoffwechsels, verwechseln. Und warum steht diese Verwechslung? Warum ist die denn in den Köpfen? Weil sie gezielt gelehrt wird und das andere wird ausgespart. Es wird gezielt gelehrt, dass das Hirn ausschließlich von Traubenzucker lebt. Es wird gezielt in den biochemischen und schulmedizinischen Lehrbüchern gelebt, dass die Ketoazidose eine Todesgefahr ist, eine Entgleisung des Fettstoffwechsels, was nicht richtig ist. Es ist eine Gleisung des Zuckerstoffwechsels, die den Fettstoffwechsel in den Abgrund zieht. Aber ist denn diese Denkweise heute noch haltbar, wenn man sieht? Nein, sie ist nicht mehr haltbar, aber bis sie das in die Köpfe von trainierten Marionetten kriegen, denen abtrainiert wird, selbstständig zu denken, die nur glauben, was in Lancet steht. Es ist hartes Brot. Hartes Brot. Also unmissverständlich, Krebs zu behandeln, wenn man wirklich daran erkrankt, ist das ganzheitliche Aspekt, wo die Ernährung mit einbezogen wird, richtig, ein wichtiger Punkt. Richtig. Und da sollte man vielleicht wirklich einen Ernährungswissenschaftler oder einen Ernährungsmediziner, diese Ausrichtung gibt es ja heute auch, aufsuchen und mit ihm das besprechen, oder? Ja. Also eine ernährungsmedizinische Intervention als Begleittherapie zu einer Krebsbehandlung ist aus meiner Sicht unerlässlich und wirklich der ganzheitlichen Heilung dienend. Ja. Also wenn man mal sieht, was die Kombination aus konventionellen schulmedizinischen Methoden, was in dieser Klinik, anthroposophischen Klinik, ich glaube Havelmünde oder ich erinnere mich nicht mehr genau, gemacht wird, ist ja, die machen ja nicht mal eine ketogene Ernährung. Die machen ja nur intermittierendes, also Kurzzeitfasten. Aber das ist ja auch schon, wie gesagt, zielführend, weil in dieser kurzen Periode der Zuckerspiegel so runtergefahren wird, dass der Tumor geschwächt ist. Ja, und dazu gibt es inzwischen unzählige Studien, wie wir ja gerade gesehen haben, Ketogenic Diet in Cancer, Ketogenic Diet und Alzheimer. Und hier auch an der Universität, im Zusammenhang mit der Bayerischen Ärztekammer, Ethikkommission genehmigtes Studiendesign am Leopoldina Hospital in Schweinfurt. Hier steht es ja auch. Ja, das ist ein interessanter Fall. Das ist der Hund eines Patienten von Professor Siefried. Den hat er mir gezeigt, weil ich ihm mal einen Hund gezeigt habe, den ich mit ketogener Ernährung wieder hingekriegt habe. Er hat einen Zungensarkom. Obwohl du ja eigentlich nicht Tiere als Spezialfach hast. Nein, aber ich habe der Dame, das ist eine Bekannte von mir, wir haben ihr empfohlen, den Hund endlich mal auf eine richtige Ernährung umzustellen, eine ketogene Ernährung, und dann soll er spazieren gehen mit dem Hund, bis dem Hund die Zunge am Schwanz hinten hängt. Und das hat die Dame gemacht, und nach 6,5 Wochen war das Zungensarkom weg. Und das habe ich dem Professor Siefried gezeigt, damals in Boston, als ich ihn besucht habe. Und dann kam er gleich und hat gesagt, oh, I show you my dog, ich muss dir my dog zeigen. Ja? Und dann hat er mir den Hund gezeigt, hier mit Mastzellkarzinom auf der Schnauze. Und er hat eine ketogene Diät mit reduzierten Kalorien, also ähnlich wie die
wie die Initialdiät von Atkins, die mit 1000 Kalorien, in dem für erwachsene Menschen. Und in 3 Monaten war der Tumor weg. Ich habe noch ein weiteres Bild, da ist auch das letzte Hautfaserl auch noch geheilt. Mhm. Ja. Na, und das ist natürlich dann der Vorteil von meiner Aminosäurenformel, das haben wir ja schon öfter besprochen. Trotzdem hat jetzt der Hund auch diese Proteine speziell Form genommen? Nein, hat er nicht. Der hat dafür die Kalorien reduzieren müssen. Mhm. Ja? Damit reduziert er nicht nur die Zuckerkalorien, sondern auch die Proteinkalorien aus der Ketogen, aus dem Proteinkatabolismus. Also diese Ernährung ist auch für Tiere. Ja, ich habe ihm das schon mal genau zur Verfügung gestellt. Ja, das Gleiche. Also wenn ein Tier krank ist, könnte man sich das echt vorstellen, dass man das auch in diese ketogene Ernährung einbringt. Genau, wobei ich dazu sagen muss, wir haben ja große Erfolge im Bereich Nierenprobleme und Leberprobleme bei Hunden und Katzen mit Myamino. Die anabole Wirksamkeit bei Tieren, bei Hunden und Katzen ist allerdings nicht 99%. Die ist nur etwa 70-76%. Aber immer noch doppelt so hoch wie ein normales Nahrungsprotein. Und wie ist die Erklärung, dass das diese unterschiedliche Aufnahmefähigkeit? Die Tiere haben ein anderes Aminosäurenprofil, was die essentiellen Aminosäuren anbetrifft, als die Menschen. Du hast mir jetzt in letzten Sendungen, wo wir geproduziert haben, eigentlich nie kurz noch erklärt, warum eigentlich eine spezielle Aminosäureformel in der Lage ist, zu 99% von unserem Körper aufgenommen zu werden, ohne Stickstoffabfall zu produzieren. Und wenn man ja sieht, dass andere Proteinlieferanten wie Soja nur 17% des beinhalteten Proteins überhaupt verstoffwechselt werden kann. Ja, weil die Formel den 8 essentiellen Aminosäuren entspricht und die 8 essentiellen Aminosäuren in einem bestimmten Verhältnis zueinander in dieser Aminosäureformel auf eine sehr homogene Weise vorkommen und als freikristalline Aminosäuren vorliegen. Mhm. Und diese Verbindung aus Verhältnis, Homogenität und den 8 essentiellen, das bringt das entsprechende Human-Amino-Acid-Profil hervor. Mhm. Human. Das Verhältnis bei Tieren ist anders. Nicht? Das Verhältnis der Aminosäuren zueinander ist etwas anders. Und drum hat es nur eine anabole Komponente von 70-76%. Müsste eine andere Rezeptur sein, um das zu optimieren. Aber es ist zu aufwendig, das herzustellen, weil man muss natürlich große Mengen herstellen, um überhaupt in diese Degression zu kommen. Also bei Krebspatienten, die jetzt nicht in die Auszehrung gehen sollten, ketogene Ernährung und Proteinzufuhr, damit eben die Erhaltung gesichert ist, genügend Energie da ist. Ja, der Zucker wird eigentlich entzogen durch die ketogene Ernährung. Das heißt, die Krebszellen haben nicht die Chance, sich weiter zu wachsen, weil eigentlich das Futter fehlt, oder? Was antreibt. Ja. Und das ist auf der einen Seite, fehlt den Tumoren dann die Energie, der Treibstoff. Und auf der anderen Seite muss man ja wissen, dass die Splanchnischen, also die Eingeweideorgane, aufgrund der akute Phase Proteine in Abwehr des Tumorgeschehens überkompensieren. Mhm. Das ist ein Problem, das hinzukommt, dass wir eigentlich beim Tumorgeschehen mehr Proteine brauchen, wie ein Hochleistungssportler, wie eigentlich bei jeder chronischen Erkrankung, als bei einem normalen Gesunden. Mhm. Und das zeigt, dass zum Beispiel Leber und andere Organe, die an der akute Phase Proteine Produktion beteiligt sind, überkompensieren, nicht? Hypertrophieren. Ich möchte gerne nochmals 2 Minuten drauflegen und noch eine Frage stellen, weil du hast gesagt, die Krebszelle hat noch Sauerstoff, aber nur noch wenig. Ja. Wie kriege ich denn wieder mehr Sauerstoff in diese Zelle rein? Auf der anderen Seite nehme ich den Zucker weg, ich reduziere das Wachstum. Jetzt müsste ich doch irgendwo auch noch schauen, dass ich den Sauerstoff nachschieben kann. Gibt es da auch Möglichkeiten? Naja, Sauerstoff ist ja überhaupt auch Sport, in Anführungszeichen, so es denn bei Tumorpatienten mit Schmerz überhaupt möglich ist, weil die, weil natürlich die gesamte Katecholaminachse verschoben ist. Mhm. Aber Sport ist zielführend, weil Sport erstens eine sehr starke oxidative Komponente bereitstellt durch die Atmung. Das haben wir ja bei dem
Radprofi Armstrong gesehen, der seinen Hodenkrebs besiegt hat mit einer hohen sportlichen Leistung. Also oxidative Strategien sind bei Krebs zielführend. Das bedeutet, dass in gewissem Maße auch sanfte Chemotherapien, Radiotherapien zielführend ist. Wir haben Studien, die beweisen, die belegen, dass eine Kombination aus einer sanften, erheblich reduzierten Chemo- oder Radiotherapie mit ketogener Ernährung erheblich bessere Ergebnisse erzielt als nur eine ketogene Ernährung oder überhaupt nur die klassische Standardtherapie. Es ist alles unter PubMed. Ich kriege heute in dieser medizinischen Datenbank all diese Ergebnisse, wenn ich nur will und sie anschauen möchte. Ich möchte jetzt nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer auf PubMed verweisen. Ich glaube, da sind wir recht gefordert. Ja, aber ich meine jetzt meine Kollegen. Ne? Aber gibt es eine Plattform, wo du empfehlen könntest für die leidtragenden Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, ja, ich habe es verstanden, ich suche auch eine ernährungswissenschaftliche Ergänzung? Ja, ich habe mich entschlossen, eine eigene Dr. Reinwald Science-Plattform rauszubringen, eine Wissenschaftsplattform, wo es nicht nur um Ernährungswissenschaften, sondern auch um andere Themen geht, die mich interessieren jetzt im Besonderen. Und diese Plattform heißt www.drreinwald.science, S-C-I-E-N-C-E, also Science für Wissenschaft, das englische Wort für Wissenschaft. Und da kann man abrufen, die Texte, da habe ich auch die Hintergründe belegt, die Studien und so weiter und so fort, sodass man nicht immer gleich ins PubMed rein muss, sondern die relevanten Sachen gleich hinterlegt. Lieber Heinz. Und auch Ernährungsrichtlinien. Ne? Das war klasse. Herzlichen danke. Dank. Ja, danke schön. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer, ich hoffe sehr, dass dieser Aspekt der Ernährung Ihnen auch ganz, ganz, ganz viel Kraft gibt und auch die entsprechenden Überlegungen jetzt gemacht werden, sich da mal mit einem Wissenschaftler zusammenzusetzen oder eben einen Ernährungsmediziner, denn diese Ausbildungsphase gibt es heute. Es gibt Ärzte, die sich speziell auf Ernährung fokussiert haben und die ganz bestimmt sich auch über die ketogene Ernährung aufklären können. Und ansonsten über das Internet, wir haben eine Homepage gehört, eine Plattform, wo es ganz viele Informationen gibt. Machen Sie sich schlau, suchen Sie sich eine eigene Meinung diesbezüglich, aber bitte, bitte, bitte nehmen Sie die Ernährung, nehmen Sie die Luft, nehmen Sie das Wasser, alle diese Geschenke der Natur in diese Gesundheitsfindung mit einzubeziehen. Ich denke, das ist extrem wichtig. Gut, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen und Grüezi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen miteinander.